Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly-Video. Und heute haben wir was Neues, was noch nie da gewesen ist. Heute spielen wir das allererste Mal den ersten offiziellen Fly-First-Person-Shooter. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich excited, denn Fly ist ja ein MMORPG, ein Rollenspiel, wo man normalerweise rumläuft und Monster anklickt. Ja, das hat wirklich mit Schießen, hat das eigentlich gar nichts zu tun und mit First-Person schon gleich gar nicht. Denn man spielt es ja normalerweise im First-Person-Modus. Und ich bin ziemlich excited. Ich meine, allein schon das Thumbnail hier, das sind ein paar Eiberts und ein fettes Fadenkreuz, dass das eine Eibert-Ding einfach mal komplett wegklatscht. Das heißt, es wird auf jeden Fall blutig, es wird spannend. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Oh mein Gott. Es sieht aus wie das ganz normale Flyve. Ich fasse es gar nicht, wie haben die das hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob das Copyright-mäßig überhaupt so erlaubt ist. Aber es sieht auf jeden Fall echt wie das ganz normale Flyve aus. Es sieht richtig gut aus, muss man schon fast sagen. Ja, vor allem in der First-Person-Perspektive, wenn man sich das Ganze hier mal anguckt. Es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. Und was jetzt an dem Spiel besonders ist, man hat kein Interface mehr. Ja, aber es ist ja ein Shooter, das heißt, du brauchst es nicht mehr hier. Upgraden, handeln, alles deaktiviert. Das ist vollkommen irrelevant. Das einzige Wichtige, was es hier wirklich noch zu sagen gibt, ist, man geht einfach raus in die Welt, packt seine fette M16 aus und schießt ein bisschen auf Monster. Und das ist auch genau das, was wir jetzt tun werden, denn alles andere ist ja sowieso langsam. Langweilig meine ich natürlich. Genau. Und wie es auf dem Thumbnail schon gezeigt wurde, will ich als allererstes mal ein paar Eiberts töten. Mal gucken, die dürften recht schwach sein und unsere fette M16, die müsste die eigentlich One-Shot killen. Ja, sehr gut. Das sind alles Headshots hier. Das sehe ich doch auf den ersten Blick. Der gekonnte First-Person-Shooter-Spieler weiß sowas natürlich sofort. Damn. Okay, das ist schon mal recht easy. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Was haben denn die Viecher hier zu offern? Ein verdammt hässliches Gesicht unter diesem Pilzhut. Aber auch die dürften... Ja, sehr gut. Headshots, Boys. Gut, dass ich die M16 ausgewählt habe. Man hat in der Charakterauswahl tatsächlich die Wahl zwischen 25 verschiedenen Waffen und noch vielen anderen Sachen. Gadgets, Flashbangs, Smokes, was auch immer, was es so bei den typischen Free-to-Play First-Person-Shootern gibt. Und das ist jetzt aber auch nicht wirklich wichtig hier. Die Utility ist relativ uninteressant. Ja, mir geht es jetzt hier einfach nur darum, was ist alles möglich hier. First-Person-Shooter, alles One-Shot oder was? Das ist wirklich alles One-Shot. Vielleicht habe ich vergessen, meine Hacks zu deaktivieren, weil normalerweise spiele ich natürlich First-Person-Shooters nur mit Hacks. Ja, kann sein, dass es jetzt hier sich auch noch auf dieses Spiel auswirkt, denn es scheint, dass wirklich alle Monster einfach One-Hit sind, beziehungsweise natürlich One-Shot. Ja, es müssen wirklich reine Headshots sein, die die Waffe hier macht. Kann auch sein, dass es ein Bug ist. Ich meine, das Spiel ist brandneu rausgekommen. Vielleicht haben da schon die ersten Leute direkt mal ein bisschen was exploitet. Ja. Der Publisher ist, soweit ich weiß, Websend Games. Wenn mich nicht alles täuscht, arbeiten die Menschen dort am Wochenende nicht. Und das Release-Date war Freitagabend. Also kann schon sein, dass da schon wieder ein kleines bisschen dran rumgefuhrwerkt wurde. Aber hey, ich sag mal so. Welcher Shooter macht denn keinen Spaß, wenn man alles mit einem Schuss tötet? Deswegen definitiv keine schlechte Sache. Und vielleicht ist es sogar so gewollt. Das denke ich jetzt mal eher nicht. Aber hey, wenn ihr wollt, probiert es aus. Da drüben ist sogar ein Spieler. Den können wir jetzt, glaube ich, leider nicht töten, weil PvP ist hier deaktiviert. Ja. Schade, funktioniert leider nicht ganz. Ja, aber den Scorpion Marcel, wisst ihr, was wir mit dem machen? Nachher später in der fetten PvP Super Battle First Person Shooter Arena werden wir den sowas von fertig machen, ich schwör's euch. Der wird sowas von dauer gekillt werden. Oh Mann, schaut euch den an. Was zum Teufel macht der da? Oh, ich glaube, der ist ein Hacker. Was zum Teufel? Der hat gar keine M16 in der Hand. Ich glaube, das ist ein Hacker. Scorpion Marcel? Hacker? Oh ja, Hacker confirmed. Der läuft doch vor mir weg. Er hat kein... Er will mich nicht face. Das ist ein Hacker. Schnell weg hier, ich will nicht gebannt werden, weil ich in seiner Nähe bin. Oh boy. Machen wir lieber noch ein paar Headshots bei ein paar Lawolves. Und dann würde ich sagen, reicht jetzt auch als Gameplay-Aspekt schon fast, oder? Ihr habt einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen, würde ich mal meinen. Ja, es ist im Endeffekt, wie gesagt, es ist sehr ähnlich zu Flyve, aber eigentlich schon ein komplett anderes Spiel. Man kann es eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen. Ein paar Sachen sind natürlich ähnlich, die Monster sehen ähnlich aus. Ja, die Namen der Städte und so weiter sind gleich, aber ich meine, die Städte hier sind sowieso komplett irrelevant. Du läufst einfach nur rum und tötest Viecher, also quasi fast wie im Real Life. Ja, Gesetze, Polizei gibt es ja auch nicht. Ich wüsste nicht, was hier dagegen sprechen sollte. Oh, hier scheint noch jemand zu sein. Oder war das auch der
Scorpion Marcel. Müssen wir mal gucken. Müssen auf jeden Fall auf der Hut sein. Nein, hier ist tatsächlich noch jemand. Oh mein Gott, noch ein Hacker? Wir müssen schnell weg hier. Ich will mich mit diesen Hackern nicht sehen lassen. Kein Bock, gebannt zu werden. Nur weil ich hier ein bisschen Bug-Exploiting mache. Oh boy. Damn. Naja, ich würde fast sagen, zur Sicherheit gehe ich jetzt lieber gleich mal offline. Sonst werde ich noch mit diesen Kriminellen einen Hut gepackt. Und mit denen gebannt. Darauf habe ich natürlich gar keine Lust. Deswegen würde ich sagen, lasst mir auf jeden Fall einen Like, einen Kommentar da. Oh, da ist sogar noch ein Giant. Ob wir den auch... Come on. Headshot Power aktiviert. Ich mache jetzt den Super Charge Move von der M16. Mal gucken, ob es funktioniert. Bam. Alter. Die Waffe ist einfach zu krank, ich schwör's euch. M16, beste Waffe im Spiel, Boys. Ich würde gar keine andere ausprobieren, wenn ich hier wäre. Aber ja, vom Gameplay-Aspekt her dürftet ihr einen guten Eindruck ins Spiel bekommen haben. Ich habe vorhin kurz Free-to-Play gesagt, das war ein kleiner Versprecher. Das Ganze kostet 59,99 € als monatliche Subscription. Ja, das heißt, wenn ihr euch das Spiel kauft, ihr zahlt nicht einmal 59,99 €, sondern monatlich 59,99 €. Download-Link ist natürlich in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich hier auf dem Server, wenn ich euch alle in der First-Person-Battle-Shooter-Arena platt machen werde. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder was auch immer gerade bei euch ist. Wir sehen uns. Ciao, ciao.